Ich war dabei zu erzählen, wie man denn in .NET und allgemein mit Dateien umgeht. Wenn ich große Datenmengen habe, die ich unterbringen will, wenn ich Sachen dauerhaft archivieren will, wenn ich Sachen zu Fuß von A nach B transportieren will mit einem USB-Stick, komme ich ohne Dateien nicht hin. Die Lösung 1, das war die billigste, die Klassenbibliothek hat direkt sowas wie die Klasse File mit einer statischen Methode write all lines, die man einfach in einem Rutsch eine Datei rausschreibt. Solche Funktionen, davon gibt es ja ein paar andere, die Funktionen sind zwar nett, aber sobald ich Dateien habe, die ein paar hundert Megabyte groß sind oder erst recht Dateien habe, die ein paar Gigabyte groß sind, habe ich keine Chance, die in einem Schlag zu lesen, zu schreiben. Und das habe ich ebenfalls nicht, diese Chance, das in einem Schlag zu tun, wenn die Datei noch gar nicht geschlossen ist. Wenn jemand anders oder ich selbst die Datei gerade noch schreibt, weil sie aus dem Internet geladen wird oder weil hinten noch ein paar Messwerte fehlen, die Messwerte der nächsten 24 Stunden noch fehlen und ich möchte trotzdem vielleicht schon mal anfangen, die Datei zu lesen. All das können diese Funktionen, diese simplen Funktionen aus der File-Klasse nicht machen. Da muss man dann zu Streams greifen, die hatte ich schon ansatzweise erzählt. Der Gedanke hinter einem Stream ist, ein solches abstraktes Modell. Ich habe eine Folge an Bytes, sequenziell. Ich kann nicht beliebig jetzt auf irgendeines dieser Bytes zugreifen. Das wäre Random Access, wahlfreier Zugriff, wie im normalen Speicher. Dass ich sage, gib mir die Variable Z, gib mir die Variable U. Und da muss ich nicht großartig basteln, bis U und Z kommen. Das hier ist aber nicht wahlfrei. Diese Folge an Bytes wird sequenziell durchgegangen. Es gibt einen Zeiger, den Cursor, in dem Stream. Und mit dem Cursor kann ich wandern. Beziehungsweise, wenn ich lese, wandert der Cursor automatisch. Wenn ich dieses Byte lese hier, wandert der Cursor automatisch zum nächsten. Wenn ich das Byte schreibe, wandert der Cursor automatisch zum nächsten. Ich kann also effektiv nur an einer einzigen Stelle lesen und schreiben. Je nach Typ des Streams kann ich diese Stelle verschieben. Seek wäre der Begriff dafür, dass ich die Position des Cursors frei einstellen kann. Aber es gibt diese eine bevorzugte Stelle zum Lesen und Schreiben in einem Stream. Das ist der wesentliche Gedanke. Ein sequenzieller Zugriff, kein wahlfreier Zugriff, ein sequenzieller Zugriff. Das ist in allen Klassenbibliotheken eingebaut, die Idee des Streams, das ist nichts Besonderes für .NET. In .NET ist der Stream eine abstrakte Klasse, das hatte ich schon gezeigt, wenn er sich hier mal bequemt, den Katalog anzuzeigen. Das hatte ich letztes Mal schon gezeigt, der Stream ist abstrakt und eine Mutterklasse für diverse nette Ableitungen. Da haben wir ein System.io Stream. Abgeleitete Typen müssten ziemlich viele sein. Insbesondere steht da was drin wie komprimieren auf diverse Arten, zum Beispiel mit ZIP komprimieren. Es steht was drin mit chiffrieren, verschlüsseln. All das wird dann gemacht mit Streams. Wenn man einmal dieses Konzept hat von einer sequentiellen Anordnung von Daten, von einer Liste von Bytes, die eigentlich nur an einer Stelle gelesen und geschrieben werden kann, dann überträgt man das Konzept eben und benutzt es für andere Anwendungen, nicht nur für Dateien. Deshalb gibt es hier von dem Stream so super viele Ableitungen. Mit dem gleichen Verfahren kann man ganz andere Sachen machen. Der Stream selbst, hatte ich schon gesagt, der Stream selbst ist abstrakt. Also es gibt den Stream nicht wirklich als Instanz. Ich kann keinen einzelnen Stream bauen. Was ich bauen kann, ist ein insbesondere File-Stream, das zeige ich gleich. File-Stream ist ein Stream aus einer Datei, das ist der übliche Stream. Aber Sie können auch diese ganzen anderen, die hier stehen, tatsächlich dann bauen. Nur den Stream selbst können Sie nicht bauen. Der ist nur dazu da, wie üblich bei abstrakten Klassen, der ist nur dazu da, um zu vererben, um geerbt zu werden, dass ich diverse Methoden und Properties hier in allen meinen Kindklassen auch habe. Ich zeige nur den File-Stream. Die anderen, kann man sich vorstellen, werden sehr ähnlich funktionieren, weil die ja von derselben Klasse Stream abgeleitet sind. Sobald man den verstanden hat, den File-Stream, sind die anderen kein großes Drama mehr. Das ist das Schöne an solchen Abstraktionen. Für den Lückentext Nummer 8, ich sollte ins Programm gehen, Entschuldigung, hier.
Waren wir angekommen, da war irgendwie irgendwann gekommen. Für den Lückentext Nummer 8 will ich jetzt mal anfangen, Streams zu bauen. Wie gesagt, Stream selbst geht nicht, weil abstrakt, aber ein File-Stream geht. Mal gerade gucken, habe ich System.io, habe ich anscheinend eingebunden. Ja, ein File-Stream. Ich kann jetzt hier direkt File-Stream schreiben, weil hier oben drin steht, anscheinend, oder auch nicht, da, using System.io. Alles aus diesem Namensraum System, Unternamensraum IO ist ohne diesen Vorspann System.io jetzt verfügbar, wegen des Using. Deshalb reicht es, wenn ich hier schreibe FileStream. Ich möchte einen neuen FileStream bauen. Das geht jetzt, der ist nicht abstrakt. Sie sehen die perverse Anzahl von 15 Überladungen. Diesen Konstruktor gibt es 15 Mal in 15 verschiedenen Varianten. Mit allen erdenklichen Kombinationen von Parametern, die man da vielleicht geben könnte. Muss man gerade gucken, was wäre mein Liebling. Das hier käme schon allmählich in die Richtung. Ich gebe ihm einen Pfad. Ich bin wieder mal sehr kreativ, nennen wir ihn Test. Soll ich den TXT nennen? Ich nenne ihn jetzt mal TXT, auch wenn es gleich nicht unbedingt ein Text wird. Pfad könnte natürlich auch so aussehen, dass Sie sagen Laufwerk, Verzeichnis und so weiter. Er will einen Pfad haben, dann will er, was hatte ich eben? Welche Variante hatte ich? Die Nummer 4? Oder die ist noch besser hier sogar, die Nummer 4 ist sogar noch besser. Jetzt will er wissen, Nummer 9. Den File-Mode, das gefällt mir besser in der Tat. Den File-Mode will er als nächstes wissen. Das ist eine Auflistung, wenn Sie sich erinnern an Zustände, verschiedene Zustände, Maschine ist kaputt, Maschine läuft auf halber Kraft und so weiter. Sowas hatten wir mit Enumerations gemacht. File Mode ist eine Enumeration. Aus der wähle ich mir jetzt, in welcher Betriebsart denn ich diesen File Stream, damit diese Datei öffnen will. Zum Beispiel Append. Möchte ich hinten was anhängen? Create. Na, sag ich das mal an. Create. Erzeuge eine neue Datei oder wenn sie schon da ist, überschreibe sie. Create new. Erzeuge eine neue Datei und wenn sie schon da ist, werfe eine Exception, also auf keinen Fall überschreiben. Open würde heißen, einfach nur aufmachen und so weiter. Sie können sich das durchlesen, dann haben Sie eine Idee, was diese verschiedenen Modi sind. Die gibt es mehr oder minder in der Form auf allen Systemen. Dass ich sage, wie soll denn die Datei aufgemacht werden? Hier möchte ich jetzt, denke ich mal, sinnvollerweise Create machen. Erzeuge die Datei, wenn sie noch nicht da ist, oder mach sie einfach auf, wenn sie schon da ist und überschreib sie dann. Das wäre das Übliche, was man zum Schreiben benutzt. In jedem Fall wegschreiben, wenn das schon da ist, dann schreiben wir eben drüber über das, was schon da ist. Das wäre File Mode. Und dann kommt der File Access. Auch wieder eine Enumeration mit drei Möglichkeiten. Möchte ich lesen und schreiben oder möchte ich nur schreiben? In diesem Fall möchte ich mal nur schreiben. Da können wir jetzt auch schon Klammer zumachen. Mit dem letzten hier, File Share, können Sie dann sogar noch sagen, ob andere Leute parallel zu Ihnen diese Datei schreiben oder lesen dürfen. Das ist dann richtig gefährlich, aber das ist ein sehr total interessante Anwendung, wenn eben Dateien erst halb fertig sind. Hier mit dem letzten können Sie tatsächlich erlauben, dass jemand anders dieselbe Datei benutzt. Zum gleichen Zeitpunkt. Aber das nur mit Sturzhelm, das mache ich mal nicht. Ich mache mal hier Klammer zu. So, das soll heißen, baue einen neuen Filestream. Er verweist auf diese Datei. Die wird geöffnet. Ich sollte das anders sagen. Wenn sie noch nicht da ist, wird sie erzeugt. Wenn sie schon da ist, wird sie überschrieben. Und hier sage ich, ich möchte bitte nur schreiben und nicht lesen. Wenn wir uns mal angucken, was der FileStream jetzt hier so erlaubt. Die hatte ich Ihnen letztes Mal schon mal gezeigt. Sie können zum Beispiel fragen, can read? Offensichtlich nicht. Bei diesem hier wird can read false ergeben, weil ich gesagt habe, ich möchte nur schreiben. Can write wird true ergeben, weil ich gesagt habe, ich möchte nur schreiben. Das Spannendste, wo haben wir das hier? Write. Das Spannendste ist das hier einfach. Schreibe ein Byte raus. Die Datei öffnen, ich stehe am Anfang und jetzt kann ich einfach irgendwas rausschreiben.
Also jetzt pingelig, er will unbedingt ein Byte haben. Natürlich, das könnten wir das notfalls so schreiben. Schreibe das Byte 42 raus. Und wenn du damit fertig bist, schreibe, na, wenn du damit fertig bist, schreibe das Byte 13 raus. Will sagen, nun ist dieser Dateistrom, damit die Datei 2 Bytes lang. Und jetzt sollte ich die Datei sinnvollerweise zumachen. Der Konstruktor macht es auf. Wenn Sie sowas in C sehen, steht da irgendwas mit Open, eine Datei öffnen. Das macht hier jetzt der Konstruktor. Baue einen Filestream, eröffnet die Datei. Das heißt implizit, da ist irgendwo ein Open drin, öffnen. Was ich jetzt aber selber sagen muss, ist, dass die Datei bitte auch wieder geschlossen wird. Close. Das darf man gefälligst nicht vergessen. Wenn Sie die Datei offen lassen, haben andere Leute ein Problem, diese Datei aufzumachen. Es sei denn, man hat hier zufällig den Zugriff erlaubt auf die anderen. Und die anderen können dann auch noch damit umgehen, dass die Datei offen ist. Also typischerweise gehört dann unbedingt ein Close dahinter. Bei allen Streams wird der Konstruktor den Stream aufmachen und Sie können dann damit arbeiten. In diesem Fall steht der Cursor am Anfang. Ich schreibe das Byte 42, ich schreibe das Byte 13 und wenn ich fertig bin, mache ich die Datei zu. Wenn wir vorsichtig reingucken. Jetzt müsste ich also eine Datei haben, die 2 Bytes lang ist. Wo muss sie stehen? Die müsste natürlich direkt neben dem Binary stehen. Da steht test.txt. Und sie ist 2 Bytes lang, ich kann es ja gar nicht fassen. Sie belegt 4 Kilobyte, weil die Festplatte nicht in einzelne Bytes zerstückelt ist. Die ist in größere Bereiche zerstückelt. Aber Sie sehen, sie ist tatsächlich hier 2 Bytes lang. Es sind genau diese beiden Bytes auf der Platte gelandet. Wenn Sie da reingucken, was werde ich sehen, wenn ich da reingucke? In der Tat, also wenn ich jetzt test.txt aufmache, versucht er das mit Notepad zu öffnen. Notepad versucht darin Zeichen zu sehen. Die Zeichen mit der Codenummer 13 und mit der Codenummer 42. Codenummer 13 ist irgendein Steuerzeichen, das erscheint gar nicht. Und Codenummer 42 ist offensichtlich das Sternchen. Das heißt, ich schreibe hier keinen Klartext. Nicht? Wenn Sie das mit Test mit dem Editor aufmachen, sehen Sie jetzt hier nicht 1, 3, 2, 4 oder sonst was. Sie sehen das Binärmuster interpretiert als Zeichen. Ich habe ein Byte 13, ein Byte 42. Das nimmt der Texteditor als Zeichen. Sehen wir gleich nochmal, wie man das etwas anders machen kann. Also der Stream selbst geht mit Bytes um. Der kennt Bytes und nichts anderes. Diese Kästchen hier sind alles Bytes. Sie gehen in Byte-Schritten weiter. Und das ist das Ende für den Stream. Mehr kann der nicht. Wenn ich sage, mehr kann der nicht, gut, Sie können eine ganze Stange an Bytes schreiben. Achso, ich soll es einmal stoppen überhaupt. Sie können eine ganze Stange an Bytes schreiben, wenn Sie sagen FS, FileStream, habe ich ihn ja FS genannt. Sie können sagen, schreibe eine ganze Stange an Bytes. Toll, wenn er 1 schreiben kann, kann er natürlich auch 100 schreiben. Da kein großer Unterschied. Also der Stream als solcher kann nur Bytes. Der ist wirklich dumm. Und diese Positionierung von dem Cursor ist auch in Bytes. Haben Sie recht, zu Recht bemerkt, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, wenn ich nur Bytes schreiben kann. Sie können natürlich genauso lesen, führe ich jetzt nicht vor, das können Sie sich vorstellen, wenn Sie hier hinten Read machen und nicht Create, um die Datei neu zu erzeugen und dann hier entsprechend nicht Write Byte, sondern Read Byte machen, kriegen Sie Bytes zurück. Das ist keine große Kunst, wie man es dann wieder einliest. Wie kriege ich nun was anderes raus? Dafür gibt es netterweise 2 Hilfsklassen, den Binary Writer, jetzt mal voll auf amerikanisch, der hilft uns dabei, der Binary Writer hilft uns dabei, alle möglichen Dateitypen, primitiven Dateitypen sollte ich sagen, die üblichen Zahlen und Konsorten rauszuschreiben, als Byte, der ist einfach ein Übersetzer, der nimmt die Bytes der normalen Datentypen und wandelt die in Bytes raus, die er dann wirklich wegschreibt. Ich brauche einen Binary Writer. Wie nenne ich den? Nenne ich mal B. So ein Binary Writer. Will wissen, in welchen Strom er jetzt denn schreiben soll. Das ist einfach, als ob Sie noch eine Maschine davor hängen.
Der Binary Writer ist eine Maschine, der dann alle möglichen üblichen Typen annimmt, Ints und Longs und Shorts und reicht die dann einfach als Bitmuster, als Bytefolge weiter an einen Stream, natürlich an unseren Stream von eben, wenn ich ihn nicht geschlossen hätte, das war sehr klug. Ich mache ihn nochmal wieder auf. Sorry, da können Sie im Glück und Text copy und pasten mit irgendeinem File. So, ich mache den nochmal aus, dann habe ich natürlich FS schon eingeführt, so. Ein File-Stream aufgemacht, der Binary Writer will den File-Stream haben jetzt oder einen anderen Stream, das ist das Nette. Mit dem Binary Writer können Sie auch genauso jetzt in eine ZIP-Datei, in einen ZIP-Stream, soll ich sagen, oder einen verschlüsselten Stream schreiben. Hauptsache hier steht ein Stream. Alles, was der Binary Writer will, ist Bytes zu schreiben. Dafür reicht Ihnen irgendein Stream, er muss nicht unbedingt einen File-Stream haben. So, damit habe ich anscheinend noch nicht. Ah, B gibt's schon, sehr schön. Writer nennen wir ihn dann. Oder W? Ah gut, W. Dann nennen wir ihn W. Damit habe ich jetzt eine Maschine, die alle möglichen Standardtypen umwandeln kann in Bytes und dann wegschreibt in diesen Filestream. Jetzt können Sie sowas bauen wie W. Write. 18-fach überladen. Diese Write-Funktion gibt es in 18 Varianten, nämlich Sie können ein Bool schreiben, Sie können ein Byte schreiben, Sie können ein Byte-Array schreiben, Sie können einen einzelnen Character schreiben, Sie können ein Character-Array schreiben, Sie können ein Decimal, diesen Typ fürs Finanzwesen schreiben, Sie können ein Double schreiben und so weiter, alle durchdekliniert. Alle Standardtypen kann ich jetzt schreiben und dann kann ich hier natürlich jetzt sagen, okay, schreib mir den Double 42 oder schreib mir den Character, right, schreib mir den Character, was machen wir jetzt einfach, X. Der übersetzt das einfach, der Binary Writer ist einfach dafür da, zu übersetzen. Er nimmt diese hier, der Double, 8 Bytes, er nimmt diese 8 Bytes und schmeißt den dem File-Stream vor die Füße. Dieses X interpretiert er als Byte und schmeißt es dem File-Stream vor die Füße. Oder welcher Stream auch immer das war. Wenn wir hier fertig sind, müssen wir natürlich wieder sagen, bitte schließen. Close. Wenn ich das aufrufe für diesen Binary Writer, ruft er automatisch das Close für den File-Stream auf. Also Sie müssen danach nicht nochmal den File-Stream zumachen. Das passiert von selbst, wenn Sie hier Close sagen. Gucken wir uns das an. Ja, das könnte man sich jetzt nochmal angucken. Das müssten jetzt ein paar mehr Bytes sein als eben. Mal sehen. Okay, da hinten steht das X. Die Double-Zahl ist anscheinend ein komisches Zeichenmuster geworden, aber das X ist noch zu erkennen. Insgesamt, ja, also da ist unten, hier sieht man schon, 9 Bytes. Die Double-Zahl nimmt 8 Bytes, er nimmt wirklich die 8 Bytes, 64 Bit, er nimmt wirklich die 64 Bit der Double-Zahl, schmeißt die raus als 8 Bytes und dahinter schreibt er noch unser X. Das sind die 9 Bytes, die da drin stehen. Das ist dann diese binäre Übersetzung, Binary Writer. Er nimmt das, was da steht, als Binärzahl jeweils im binären Muster, wie es im Speicher steht, in 0 und 1 und schmeißt das in den Stream rein. Ich sollte vielleicht einmal noch zeigen, wie das umgekehrt aussieht, wie man es wieder gelesen kriegt. Fällt mir gerade ein. Warum die 42 nicht lesbar ist? Die 42 als Doppelzahl wird doch intern geschrieben als 1, so und so viel mal 2 hoch so und so viel. Und dieses wird binär kodiert in ein 64-Bit-Muster. 64-Bit, oh, da haben wir viel zu malen. 64-Bit-Muster. Diese beiden Zahlen hier werden zu einem 64-Bit-Muster, fürchterlichen 64-Bit-Muster. Und was passiert ist, dass diese 8 Byte, 64-Bit, 8 Byte, dass diese 8 Byte stumpf rausgeschrieben werden. Da steht nicht 42.0 in Zeichen. Da steht ein absurdes Bitmuster, das 8 Bytes lang ist und nicht erkennbar ist. Sie können auch einen String rausschreiben. Schön.
Dann schreiben wir noch mal eins Ding raus. 42,0 als Zeichenkette. So, das ist eine andere Geschichte. Hier steht eine Doppelzahl, die wird mit 8 Bytes ausgegeben. 42,0 wird jetzt als Zeichen 42.0 ausgegeben. Da haben wir ihn. Da, 42.0. Und da scheint anscheinend noch was zu stehen, das ist wohl die Länge der Zeichenkette. Man muss ja auch noch wissen, wo sie aufhört, die Zeichenkette. Also, Vorsicht mit der Unterscheidung von Binär und Klartext. Das hier geht binär raus, deshalb heißt es ja Binary Writer. Solange Sie nicht wirklich ein Zeichen oder ein String ausgeben, wenn Sie nur die hier ausgeben, geht wirklich das pure Binärmuster raus. Und das sieht dann, wenn man es sich als Text anguckt, komisch aus. Ich wollte gerade noch zeigen, wie das Lesen aussieht. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn Sie ein... Wenn Sie einen Binary Reader haben, den Sie zusammenbauen müssen aus einem Stream, führe ich jetzt nicht vor, dann klappt das mit dem Überladen nicht so schön. Der Binary Reader, dem müssen Sie dann wirklich sagen, lese ein Byte, lese ein Zeichen, lese ein Double, lese ein Short, lese einen normalen Int, lese ein Long. Das geht nicht mit Überladen. Der hat jetzt wirklich diese zigtausend verschiedenen Funktionen für jeden einzelnen Typ. Also nehme ich den mal zum Beispiel wie Double. Lese die nächste Double-Zahl, die du da findest. Haben wir X schon mal gehabt? Hoffentlich nicht in der Form. Und da muss man natürlich den wieder zumachen. Close. So würde das Lesen dann aussehen. Das ist so ein bisschen asymmetrisch. Durch das Überladen klappt das mit dem Schreiben ganz schön. Er erkennt einfach den Typ von der Variablen, die sie da hinten übergeben und nimmt die richtige Variante von Write. Beim Lesen geht das nicht. Beim Lesen müssen Sie sagen, was Sie denn nun lesen wollen. Hier möchte ich eine Double-Zahl lesen. Okay.